Hallo auf meinem Videokanal. Ich möchte euch hier meine neue Kamera zeigen, die Panasonic Lumix G70. Ich beschränke mich darauf, die Kamera im Groben vorzustellen. Wir schauen nochmal in die Menüs rein. Funktionstaste 5. Monitor Umschalter. Blitzentriegelung. Dioptrienrad. Elektronischer Sucher. Augensensor. AF-Modus. Zweite Funktionstaste und Quick-Menü. Wiedergabe. Anzeigeinfos. Steuerkreuz mit Menü Z-Taste. Vierte Funktionstaste und Löschen und Zurück. Das schwenk- und drehbare Display. Erstes Modusrad. Zweites Modusrad. Hinteres Einstellrad mit noch einer Funktionstaste. Einstellrad mit Auslöser für Fotos. Zum Starten von Videoaufnahmen. AF Hilfslicht. Stereo-Mikrofon. Blitzschuh. Die Kamera, mit der ich jetzt auch noch drehe, das ist die Nikon 1, die hat leider kein schwenkbares Display und das machte mir auf Dauer keinen Spaß mehr ohne. Das, was in der Kamera steckt, in einem kleinen Clip zu zeigen, ist nahezu unmöglich. Im Grunde hat man hier einen Computer, der auch Fotos machen kann. Noch ein Tipp, wer mit so einer Kamera noch nicht gearbeitet hat und was Wichtiges vorhat, wie Hochzeit, Taufe oder Urlaub, der sollte sich erstmal auf die intelligente Automatik und die doch recht brauchbaren 10-Programme verlassen. Zum Schluss schauen wir noch einmal auf das Display und zwar die 10-Programme, die in der Kamera stecken. 24 Stück an der Zahl, davon sind einige sogar recht brauchbar. Thank you.
Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Tschüss!